Beckenbauer. Patzke. Hält. Beckenbauer. Schöner Schuss aus vollem Lauf. Leider nicht platziert genug. Hof. Möglichkeit. Und da stand Willi Schulz Goldrecht. Starek. Und Sepp Maier. Ein Glück, dass er bisher noch nicht einen einzigen Fehler gemacht hat. Aber noch kein Tor. 0:0 zwischen Deutschland und Österreich. Beckenbauer. Overath. Beckenbauer. Und Freidel mit den Fingerspitzen. Auf Kosten einer Ecke, der 12. für Deutschland. Dörfel. Overath. Man muss auch sagen, die deutschen Stürmer haben wirklich nicht viel Glück in diesem Spiel. Verzögerungstaktik der Österreicher. Bernd Patzke führt den Freistoß aus. Volkert. Heinkes kämpft. Möglichkeit Müller. Und Tor! Und Tor! Ist das ein Jubel? Ist das ein Jubel? Kaum noch mit zu rechnen, nach einer Uhr nur noch 3 Minuten zu spielen. Also die 87 und hier die Wiederholung. Die Österreicher schlagen weg. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und sehen Sie, wie Müller kämpft. Erst Heinkes, jetzt Müller. Und trotz Bedrängnis durch Sturmberger dieses 1:0, als man schon nicht mehr damit rechnen konnte. Und hier sehen Sie unsere Uhr zu spielen nach regulärer Spielzeit. Noch etwas über 2 Minuten. Das 10. Länderspieltor von Gerd Müller in seinem 11. Einsatz in der Nationalmannschaft. Fast eine Duplizität zu Nikosia. Und nun in dieser Situation, da wir pünktlich vom Sender müssen, gebe ich kurz hinunter zu Helmut Benz zu einem kurzen Gespräch mit Helmut Schön. Helmut Schön, der Band ist gebrochen. Ich glaube, Sie sind für uns sehr glücklich. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Das Tor hätte uns viel eher schon mal fallen müssen. Und weil wir eine ganze Menge Chancen gehabt haben, besonders in der ersten Halbzeit. Und jetzt ist es in einem Moment gekommen, wo ja fast niemand mehr dran dachte. Die österreichische Mannschaft hat ihr Spiel ganz hervorragend gespielt und hat uns... Sie können Ihre Rede unterbrechen, ja? Denn Sie sind genauso gespannt wie die Zuschauer. Ja, ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Dafür haben wir Verständnis, Herr Schön. Vielen Dank, dass Sie überhaupt geantwortet haben. Wir haben Verständnis dafür. Vielen Dank. Und wieder zurück zu Werner Schneider. Meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben gehört, wie die Spannung noch in Helmut Schön steckt und auf der anderen Seite aber auch, wie glücklich er ist, dass dieses Tor gefallen ist. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Der Schiedsrichter schaut bereits auf die Uhr. Und wahrscheinlich lässt er also nicht nachspielen. Der Schlusspfiff, wir erwarten ihn in wenigen Sekunden, hat bereits die Pfeife im Munde. Hier haben wir ihn im Bild. Und ich darf bereits sagen, dass dieses Tor, weiß Gott, ein goldenes Tor gewesen ist. So wie das von Nikosia auch. Jetzt verzögert die deutsche Mannschaft und das ist sicherlich berechtigt und auch geschickt. Sie sehen, Overath hält den Ball. Und nach einer Leistung, die stark begann, die dann aber durch das fehlende Tor von Minute zu Minute schwächer wurde. Aber das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Deutschland gewinnt mit 1:0 und hat damit weiterhin den Weg nach Mexiko offen, wenn es zum Rückspiel gegen die Schotten im Oktober in Hannover geht. Und damit, meine Damen und Herren, schalten wir mit einem glücklichen Ende zurück in die Sendezentrale.